Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ihr wundert euch über die Perspektive, ja, sonst würde ich ja gleich alles vorwegnehmen. So, ein neues Unboxing. Wie ihr im Titel ja schon gesehen habt, ist das ein BenQ 4K HDR Monitor. Und er hat irgendwas mit Augen, war das Blue, irgendwie ein blauer Effekt hat er denn, dass das blaue Bildfarbe rausgenommen wird. Also nicht die Farbe am Bildschirm, aber die zum Auge geht, irgendwie blauen Partikel, wo es diese Aufkleber auch gibt bei eBay und so, die man auf Monitore draufkleben kann, damit das rausgefiltert wird und das halt nicht das Auge und allgemein die Zellen kaputt macht. Das hat er drinne und irgendeinen augenschonenden Modus mit Dimmen und sowas alles, wo ich sehr, sehr neugierig drauf bin. Vor allen Dingen auf die B.I-Funktion. Also der Monitor hat, ich habe mir auf der BenQ-Seite eine dazu durchgelesen, HDR und B.I, dass er das Licht und dann nochmal so ein bisschen anpasst vom Monitor, der Raumqualität, also vom Licht her, und soll wohl cool aussehen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin megamäßig gespannt und ich danke BenQ dafür, für die Zusammenarbeit. So, und das heißt, wenn wir den jetzt, achso, ich muss noch mal runterkommen, das heißt, dass ich jetzt in Zukunft dank dieses Monitores nicht mehr in HD auf dem Bildschirm zocken muss, weil mein Samsung heißt ja nur HD. Nein, ich kann dann in 4K HDR auch am PC zocken und dann muss ich nur noch sehen, wie ich das hinkriege, dass vielleicht in Streamlabs OBS das HD nicht irgendwie sich so doll auswirkt, dass ich dann beim Livestream 4K und HDR habe und übertragen tue ich dann normales 1080p, weil für 4K ist einfach mein Internet nicht geschaffen. Ich habe nur eine 100.000er Leitung, ich habe schon versucht, es klappt nicht. So, Front ist da. Dann müssen wir das ja einfach nochmal drehen, weil hier oben haben wir so ein Pfeil, da sagt er mir, das ist die Front. Oh, so, und ab, das ist halt oben. So, da bin ich mal echt gespannt. Irgendwie habt ihr das auch drauf, sowas zu riechen, weil ich habe über die Zusammenarbeit mit BenQ ja noch nicht vorher geredet und ihr habt schon die ersten Fragen gestellt nach 4K-Monitoren. Der kostet jetzt, bei Amazon habe ich ihn gefunden für 400 noch was im Angebot. Sonst 400 noch was. Aber eine Nummer kleiner, das ist jetzt ein 32 Zoll, eine Nummer kleiner, also ein 28 Zoll, bekommt ihr schon locker für 250 Euro, habe ich bei Amazon gesehen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir das hier irgendwie rauskriegen. Wie kriegen wir das jetzt raus? Ohne... Warte, ich hab's. Na, komm her. Oh. Da wäre vielleicht eine Lasche oder irgendwas gut. Runter. Ich hätte natürlich den großen Karton hier jetzt hier nicht extra auspacken müssen. Hatte das schon mal vorher auspacken können. Aber wenn Unboxing, dann richtig. So. Und hier seht ihr das gute Stück. Das ist ein 32 Zoll mit 80 cm. Das stimmt nicht ganz. Das sind 80,01 cm laut der BenQ-Webseite. Ich zoome euch mal kurz noch ran. So, hier 32 cm, 80
Also 32 Zoll, 80 Zentimeter von links nach rechts. Ach hier, Eiker, genau. Und hier unten steht's. Ich mach mal so, vielleicht seht ihr das dann. Muss die Kamera mal feststellen. Dann seht ihr vielleicht ein bisschen mehr. HDR, UHD 3840 zu 2160. Also ein richtiges 4K. Nicht WQHD oder irgendein Zwischenmaß, 2K, irgendwas. Nein, es ist ein richtiges 4K. Also es ist ein richtiger 4K-Monitor. Dann haben wir USB-C mit dran. Da habe ich mich jetzt noch nicht zu belesen, warum gerade USB-C. Aber ich denke mal eher, USB-C ist deswegen dran, dass man das Mac-Besitzer den dann auch benutzen können. Weil der iMac und so, die neueren, die haben ja wohl nur diesen USB-C-Dingsbums da dran. Dann haben wir hier so ein, das ist so ein Würfel. Symbol mit einem Thermometer in der Mitte, wo Licht von oben rein scheint. Das ist diese BI, also B.I-Funktion, was ich euch eben schon erzählt habe. Da haben wir eine Lampe mit einem SZ oder einem B dahinter, keine Ahnung. Das ist, also ich denke mal wegen Blau. Oder das ist wegen Blau, wegen den, mit den, na keine Ahnung. AMD FreeSync hat es und 3000 zu 1. AMD FreeSync. Ich weiß, ich habe kein AMD, aber, also AMD schon, aber halt keine AMD-Grafikkarte leider. Ich weiß, dass Nvidia-Technologie, also die G-Sync, wie das da heißt oder so, dass das teilweise mit FreeSync funktioniert. Das werden wir testen, ob wir das dann benutzen können. So, ich zoome euch wieder raus. So. Jetzt müssen wir den erstmal aufmachen. Haben wir auf der anderen Seite noch was? Nee, auf der anderen Seite steht genau das Gleiche. Nee, gut. Oben haben wir einen Hinweis. Ach so. Front. Ach, wir sollen den hinlegen. Okay. Steht das vielleicht auch irgendwo in Deutsch? Also Chinesisch. Also in Deutsch steht es leider nicht drauf. Wir haben Chinesisch, glaube ich. Englisch. Please cable. Ja, dann werden wir das mal so machen, wie es hier drauf steht. Wir werden den hier kippen. Einmal komplett drauflegen. So. Ne? So. Biegen wir uns das einmal hier nach oben. Was haben wir denn hier? Ach, leck mich am Arsch. Echt jetzt? Krasse Scheiße. Ja, da kommen wir gleich zu. Ah, hier haben wir den Fuß. Den werden wir mal nach unten packen. Hier haben wir noch was. Was soll das sein? Achso, das ist die andere Hälfte vom Fuß. Krasse Scheiße, was ist denn hier? Leck mich am Arsch. So, jetzt haben wir alles raus und guckt euch das an, Leute. Also ein Stromkabel, so, ein Stromkabel kennt ihr ja, aber hier halt ohne Trafo oder so, einfach nur, so, ich zeige euch das kurz. Das ist halt so wie bei den alten PCs, wie ihr von früher kennt, von den Monitoren. So ein Kabel, also nicht mit so einem runden oder was weiß ich. Lang ist er
denke ich mal, genug vom Tisch bis runter zu ihr passt. Sondern so einer. Wartet mal, dass ihr das vielleicht besser seht. Seht ihr das mit den Schlitzen? So ähnlich wie die damals, die alten Monitorkabel. So, und jetzt passt auf, haltet euch fest. Nee, erstmal zeige ich euch das noch. Software und Anleitung. Aber jetzt haltet euch fest. So, wartet mal, was zeige ich euch zuerst? Hier. BenQ liefert ein HDMI-Kabel mit dazu. Ein HDMI-Kabel, Leute. Mensch, Mausi, weg. Hat mich erschreckt. Das ist nicht selbstverständlich, leider, heutzutage. Hier. Ich werde es euch mal zeigen. So. Seht ihr das? Ein HDMI-Kabel. Und passt auf, das kommt noch besser. Hier haben wir noch ein USB-C-Kabel mit bei. USB-C zu USB-C. Mit im Lieferumfang. Bei meinem Samsung-Monitoren und bei dem anderen, da war nichts mit bei. Da war das Stromkabel mit bei und das war's. Und jetzt haltet euch fest, auch ein Displayport-Kabel haben wir mit bei. Ein Displayport-Kabel. Aber der auf der anderen Seite ist es. Was ist das denn für ein Displayport-Kabel? Ja, da habe ich keine Ahnung. Auf einer Seite ist Displayport. Also hier ist Displayport. Und hier ist so ein... Ich mache mal ein Loch durch. So. Und hier ist so ein viereckiger. Also ich habe keine Ahnung. Da muss ich dann die Anleitung durchlesen, für was das ist. Da lasse ich mich dann mal überraschen. Aber es ist schon traurig in der heutigen Zeit, dass man sowas dazu sagen muss, dass das Kabelei mit bei ist. Ich weiß es, ich kenne es auch von Kumpels, die haben es mir auch gesagt, die haben, was weiß ich, für Monitore sich geholt, ich habe den Namen vergessen. Es ist immer nur ein Stromkabel mit bei. Ganz, ganz, ganz selten heutzutage ist ein HDMI-Kabel mit bei. Klar sagt man sich, HDMI-Kabel hat man heutzutage so rumfliegen. Aber wie oft, kennt ihr ja auch, im Verlegkabel und ein HDMI-Kabel geht kaputt. Oder ihr habt einen alten HDMI-Kabel, der kein 4K kann. Und holt euch einen 4K-Monitor, ja, und dann wundert ihr euch, habt Ton, aber kein Bild. Ja, das liegt dann am alten Kabel, weil der das nicht unterstützt, die alten Standards. Dann muss man wieder los und was neu kaufen. Und hier hat man gleich alles bei, wird gleich... dass man den gleich schön in Betrieb nehmen kann. Das finde ich sehr gut. So, jetzt müssen wir gucken. Ich würde den jetzt... Wie wollen wir den denn jetzt rausholen hier? Also da ist besser, wenn ihr denn zu zweit seid. Zu zweit macht sich das besser. Dann kann einer auspacken oder so und der andere kann den Karton festhalten. So. Dann Styropor. Oh, scheiße. Entschuldigung. Hoppala. Ich habe zu wenig Platz. So. Geile Sache. Und dann haben wir hier den Monitor drinnen. Ich würde sagen, machen wir aber dann nachher noch ein Hardware-Video mit dem Aufbauen vom Standfuß. Oh, das ist ja einfach. Jetzt muss ich erst mal gucken. Also wir haben hier... Aha, okay. Also der hat HDMI 1 und HDMI 2, also zweimal HDMI. Dann hat er
D-In, also DisplayPort-In, dann SS, ja, weiß ich nicht, die Beschreibung, also wer sich damals dafür SS entschieden hat, aber okay. Also DisplayPort, ach Quatsch, USB-C und ein Klinke. Und hier drüben ist der Strom, hier kommt der Fuß ran. Dann würde mich dann aber interessieren, für was der ist. Also dann ist der Anschluss... Dann ist der Anschluss für den PC, weil hier ist ja DisplayPort, dann ist der für den PC. Aber wofür? Gute Frage. Nächste Frage. So, wir haben ihn ausgepackt. Ich traue mir jetzt nicht weiter, den auszupacken, weil ich könnte ihn denn nur noch hier hochkant hinstellen. Das sieht scheiße aus und ich habe Angst, dass er umfällt. Deswegen würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Ich besorge mir Schraubenzieher, Kreuz und dann bauen wir den Standfuß dran und gucken uns den Monitor in seiner ganzen Pracht an und später mache ich dann noch ein Video von meinem Arbeitsplatz. Wenn es euch gefallen hat, a Däumchen wäre a Träumchen. Link zum BenQ findet ihr in der Videobeschreibung. Wie gesagt, 4K, echtes 4K, HDR, B.i, das blaue Licht wird rausgefiltert und was die Augen schädigt und jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Von diesem Angel Eye Dingsbums da. Eye Care. Ja, das ist auch noch so ein augenschonendes Ding. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich würde mich jetzt hier verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, a Däumchen wäre a Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Seid euer Odin. Odin's Curse.